Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Roar! Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ha! 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 Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ich komme nicht mit den Fingern. Ha! Hallo? Hallo, Edna. Was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Sie ist verschlossen. Was hast du erwartet? Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar, ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Das ist eine Tür. Eine Tür kann man zwar... Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern.
diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. So einen hätte ich gern. Ob ich wohl eigentlich kann... Ich komme nicht mit den Fingern in... Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Ha! Hallo Tür, wie geht es dir heute? Best, ich empfinde... Ich hasse Gitter. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Hey, hallo? Mann, ist ein Lärm da drin. Was willst du? Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen... und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Es ist viel zu... Du hältst... Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft... Man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Oh. Umso besser. Noch was? Mir ist aufgefallen... Wie gekonnt du diese Tür bewachst? Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh.
Ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich würde gern noch mehr. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Erzähl mir. Ich habe dir doch schon alles. Mein Vater. Yep. Ein großer Mann. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann, ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. War es das jetzt oder willst du noch was wissen? Dein Vater interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ein bisschen mehr Respekt. Ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Minigolf weiß. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an, dann kannst du dich ein wenig abkühlen.
ob ich wohl einen Balkon hat. Ich kann mich an nichts erinnern. Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Das hatte kaum einen Effekt, wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Das hatte kaum einen Effekt, wenn ich doch... Nicht schlecht, so ein Sofabezug an... Nicht schlecht... Nicht schlecht, so ein... Nicht schlecht, so ein Sofa... Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Ich habe das Bein abgeschraubt. Randale! Yippie! Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby! Nehmen wir die Bude auseinander! Ich schäme mich so. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Hey! Na, ich würde gern noch mehr... Wer will das? Hab ich dir schon erzählt? Yep. Erzähl mir... Ich hab dir doch schon alle... Mein Vater... Yep. Ein Gro... Dein Vater... Hey, ich kann wirklich giftig... Er hat mir... Erzähl mir mehr über deinen Vater... Ah, Gotthold Franz von Stiesel Senior. Yep, yep. Ein großer... Dein Vater... Hey, ich kann... Er hat... Können wir über was anderes... Ungern. Aber wenn's denn sein... Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Wofür wohl diese Pol... Geräuschdämmung würde... Du meinst... Ist da... Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als... Als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Ich schäme mich so. Ich habe... Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Vorerst genug geschlitzt. Nein, es ist... Und der Tisch hat mir nicht... Das war... Ach ja. Nein, es ist... Und der Tisch hat mir nichts getan. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ach ja.
Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Hey! Na, jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte... Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas... Vergiss. Ja. Ich habe ein Kunstwerk. Ich habe ein Ich habe ein kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Vorerst genug. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Ohne Werkzeug kriege ich die... Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Das Gitter ist nicht gerade beeindruckt. Im Gegenteil, es verhöhnt mich. Ohne Werkzeug. Es ist ein Schlitzstuhl. Hey! Hallo! Na, sie. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Es ist viel zu kühl hier drin. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück... Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Erzähl mir mehr. Gott, ja, ein Gott. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den... So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch... Wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich 10 Minuten lang die Luft anhalten? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool.
Ohne Werkzeug kriege ich... Wie man... Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Was genau meinst du mit tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Yippie! Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Ob Edna etwas mit dieser Hake anstellen kann? Eine langstielige, stabile Hake. Dieser Stapel Holz ist die Heimat unzähliger Spinnentierpopulationen. Ich könnte Edna fragen, ob sie etwas mit dem Holz anzustellen weiß. Einmal hat Edna Knallfrösche in den Ofen geworfen. Der Ofen war damals allerdings aus. Dafür saß Ednas Spielkamerad Alfred im Kessel. Ob Edna etwas zu diesem... das Fenster ist zu. Vielleicht würde ich sogar da durchpassen. Aber ohne Ednas Hilfe komme ich da nicht ran. Wie lange muss Öl stehen, bis es fest wird? Vielleicht weiß Edna, wie man... Ich sollte sie fragen. Vielleicht weiß Edna, wie man das Öl ver... Ich soll... Das ist Hagebutten-Distelkompott. Das hat Mattes, Ednas Vater, von Oma bekommen. Mattes bewahrt es im Keller auf, weil es die Ratten fernhält. Eigentlich will ich Edna nur ungern an dieses eklige Kompott erinnern. Es gibt einen Grund, dass sie im Keller gelandet sind. Der Grund ist, sie sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Die sind eigentlich kein besonders gutes Gesprächsthema. Leer. Edna gehört eigentlich nicht zu den Kindern, die gern mit leeren Schachteln spielen. Ich kann sie ja trotzdem mal fragen. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Damit lässt sich zuverlässig prüfen, ob jemand gegen Tetanus geimpft wurde. Ich frage Edna am besten, ob sie dafür Verwendung hat. Zinnober, Finnisch Umbra und Kiwi Pastel. Zinnober, Finnisch... Edna bevorzugt eigentlich Fingerfarben. Vielleicht interessiert sie das trotzdem. Das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Das war es, woran ich mich erinnern konnte. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Sie sind das erste Puzzleteil in diesem Rätsel, da bin ich mir ganz sicher. Edna, jetzt...
Ich sehe die Küche. Niemand da. Und der Schlüssel steckt auch nicht. Edna wird da auch nichts ausrichten können. Der Schlüssel fehlt. Damit ließe sich die Tür, wenn nicht abgesperrt wäre. Ob Edna schon probiert hat, einfach die Klinke zu drücken? Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Edna ist mit Abstand der interessanteste Mensch auf dem Globus. Edna war damals schon so lässig. Edna bevorzugt ein... Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Hey, Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Da bräuchte ich schon... Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow. Das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Es ist doch schon offen.
Ich komme nicht an. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Die führt zurück ins Haus. Vielleicht weiß Edna, wie ich da durchkomme. Es ist ein herrlicher Tag. Wenn man gar nichts anderes weiß, redet man über das Wetter. Das ist das Haus von den Nachbarn. Oh je, ich kann mich noch immer nicht an alles erinnern. Vielleicht können wir die Nachbarn zu Hilfe rufen. Ich sollte Edna fragen, was sie davon hält. Die fängt den Regen auf. Die bietet sich eigentlich nicht unbedingt als Gesprächsthema an. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels befreien konnte. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Vielleicht kann Edna ja was von ihm lernen. Hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Orgen reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. Man darf jetzt Isel auf Orgen reimen. Ich kann's kaum erwarten, dass Edna diese gute Neuigkeit erfährt. Auf der Nordsee Hallig-Hogel wurde ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet. Sehr seltsam. Linkshänder mit Rechtshänderschere ermordet. Sachen gibt's. Träum ich etwa? Das ist doch Alfred, der Sohn von Dr. Marcel. Edna hat früher oft mit ihm zusammen spielen müssen. Er war das nervigste Kind im ganzen Ort. Und hier sitzt er zusammen mit Ednas Vater bei einem Becher Eis. Da stimmt doch was nicht. Ich kann's kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Alfred von ihrem Vater zum Eis eingeladen wurde. Das ist Mattis, Ednas Vater. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mit diesem nervigen Alfred ein Eis isst. Und dass während Edna im Keller eingesperrt ist, das ist wirklich der Gipfel der Ungerechtigkeit. Ich kann's kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Mattis mit diesem Alfred bei einem Eis zusammensitzt. War damals schon so lässig. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme?
Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich gucke mich lieber weiter um. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten? Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Du redst nie... Schieß los. Und es kommt bei... Das mein... Da ist doch was... Du redst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut. Und es kommt sogar noch bei... Das mein... Da ist doch... Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Esel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet... Da wollte... Rat mal was! Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp, noch nicht zurück. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt, danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Danke, dass du mir beigebracht hast, Fußnägel zu kauen, Harvey. Die Fähigkeit schlummerte schon immer in dir, Edna. Ich habe lediglich das Bett auf den Flur geschoben und die Sprinkleranlage ausgelöst. Das klappt so nicht. Da gibt's nichts zu schrauben. Ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Ja.
Hey? Was will... Vergiss. Ja. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Dr. Marcell und Hulgor sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Das klappt so nicht. Zu. War ja klar. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung? Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Freiheit! Freiheit! Zu. Zu. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ein lernender Junge und... bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen... Reicht es für ein... an diesen... Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube... Was hältst du... Ich... Reicht... An diesen... Was hältst du davon, Harvey? Schlag mal unter G wie... Nach. Guck mal, Harvey. Da liegt was. Oh, ein silbernes Zäpfchen. Das wird sicher kalt im Popo. Ich glaube, es ist ein Stift, Harvey. Meinst du? Aber warum sollte man sich einen Stift in den Popo stecken? Guck mal, Harvey, da... Oh, ein Sil... Das wird sicher kalt im Popo... Meinst du? Aber warum sollte man sich einen Stift in den...
Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Der Thron von Dr. Marcel. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Es ist verschlossen. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Als Kind hatte ich immer Angst. Was hältst du von diesem Schrank? Ich mag keine Schränke. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Erinnert dich die Unterschrift an... Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna... Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna! Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna! Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ein Meisterstück. Ein Poloschläger. Ein Schreibtisch aus Feinst. Leider liegen hier keine Dokumente. Ich wüsste. Zu. Das macht mich rasend. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Ich habe keinen Anknopf gefunden. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius, kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Ja, Havok, das stimmt wohl. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Huch! Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich habe geheime Psi-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in dein... Ha!
will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in... Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert. Ich hab Zeit. Hey! Stehen bleiben! Hey! Stehen bleiben! Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Fass, Harvey, fass! Das versuche ich lieber gar nicht erst. Nein, er hatte genug. Edna erschlagen, großes Tier. Ugg. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen Bett. Hoppla! Absicht! Psst! Hier habe ich bereits genug Schaden. Ich sollte sie nicht auch noch demütigen. Das macht jemand anderes weg. Was da wohl drin ist? Klingt nach... Potztausend! Das ist Glas! Die erinnert mich an Hulgur. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Die sind unvollständig. Geht nicht, die sind unvollständig. Wozu? Die sind unvollständig. Der ist kaputt. Ich will den nicht. Schmeckt nach Ananas. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey, jetzt habe ich eine radioaktiv mutierte Superwaffe.
Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas. Da dürfte kaum noch... Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Was hältst du von dieser... Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind... Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja! Dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Oh ja! Darf ich? Nein. Erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Ein Haufen weiß... Sieh mal, Harvey. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ein Haufen weiß... Die unterscheiden sich... Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Holgor. Benutze Hirn! Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Ich sehe, du in der... Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch! Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologieprofessor oder was? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Da komme ich. Chemie fand ich mit Ausnahme der Explosion.